hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Hallo, moin moin und wieder einmal zum 58. Mal allerherzlichst willkommen zur neuen Lesung, Studie, Besprechung, Diskussion über die modernen Kriege. Oder haben die Kreuzzüge wirklich aufgehört zu existieren? Gibt es die gar nicht mehr? Hat die Kirche wirklich aufgegeben, die wahren Christen zu bekämpfen? Nee, hat sie nicht. Und ich habe so gerade eben ein Stichwort gehört von dem Gerald, dass wir heute nach Georgien gehen. Also wieder einen neuen Kampfplatz uns anschauen. Und der Marius hat in der Woche ganz tolle Informationen nochmal über den Kujat, den ihr ja kennt, mit dem ich damals in Brüssel zusammengearbeitet habe, bevor er Generalinspekteur der Bundeswehr war. Ne? Neue Informationen von den Kujat zusammengetragen, und das alles so furchtbar interessant, dass wir überhaupt gar keine Zeit haben, dass ich irgendeine Einladung machen könnte. Ja, dann mache ich doch keine. Vorhang auf, hier sind die zwei. Hallo, ja. Jörg. Hallo, Marius. Ja, hallo und willkommen in der westlichen Informationsblase. Manche sitzen in der östlichen Informationsblase, und wir versuchen hier die Blase zum Platzen zu bringen und dahinter zu schauen. Ja, dann mal los. Ja, und es wird immer spannender, ne? Wir hatten ja in der letzten Lesung uns mit dem Papst und seinem Fiat-Fetisch auseinandergesetzt und sind dort ja noch nicht mal zum Abschluss gekommen. Da kommt schon wieder das nächste Ereignis hier uns dazwischen. Ja, apropos Geld, da ist was in den USA, irgendeine Bank mal wieder hops gegangen. Da stehen Schlangen an Menschen, um ihr Geld dran zu kommen. Alles aktuell. Alles aktuell, genau. Ja, gut, dass man dann ab und zu mal die Simpsons guckt, da weiß man ja schon ein bisschen Bescheid, ne? Was da so kommen könnte. Nein, Spaß beiseite. Also das ist natürlich eine wahnsinnige Informationsflut, und es ist immer schwierig, dort eine Gewichtung zu legen. Aber interessanterweise hatte der Marius jetzt bei seiner Recherche dieselben Ideen, wie ich sie jetzt hatte. Und zufälligerweise sind wir jetzt beide auf das Thema Ukraine, ja, Georgien gekommen. Weil, also Maidan 2.0. Genau, weil sich doch dort etwas abzeichnet, was sich ja in der Ukraine und in anderen Ländern in Osteuropa schon mehrfach wiederholt hat. Und wir versuchen heute mal den Nachweis zu treffen, den Nachweis zu finden, inwieweit unsere Protagonisten, also ihr wisst jetzt, dass die KAS unser Steckenpferd mittlerweile geworden ist. Nicht, weil wir die Konrad-Adenauer-Stiftung so toll finden, sondern weil die wirklich ihre Finger überall im Spiel hat. Und deswegen werden wir mal versuchen, heute mal
in dieser Lesung 58 mal den Nachweis zu finden, inwieweit die Konrad-Adenauer-Stiftung bei diesem Regierungsumsturzversuch in Georgien beteiligt ist. Und zwar bevor diese Regierung stürzt. So, und da, Jörg, würde ich sagen, gehst du mal bitte auf die Seite 208 im Skript. Dort haben wir schon mal so ein wunderbares Bild. Vielleicht kannst du das ein bisschen mal größer machen, Jörg. Da kann man schon mal ein bisschen reingucken. Dieses Bild hat es in sich. Ihr seht hier übrigens auch, wenn ihr unten mal an die Sponsorenleiste schaut, dort unter anderem die NATO, dann eine Behörde der USA, dann UK Aid, dann noch viele andere und natürlich auch, ihr seht das Logo, die Konrad-Adenauer-Stiftung. So, und wenn man das Bild sich anschaut, sieht man voller Blitze und Sternen und V-Zeichen fast gar nichts mehr. Da hätte doch wahrscheinlich der Michael seine helle Freude dran, wenn er das sehen würde. Das Sonnensymbol hinter der Hand mit dem V. Ja, das auch noch. Genau. Ja, du hast ja Bilder mit Sternen und sagst irgendwie Deutsche Konrad-Adenauer-Stiftung, schau mal ins Chat. Das ist ganz offen. Deutschland unterstützt es. Ja. Noch tiefer, genau. Da sind aber auch Pentagramme irgendwie an der Fahne. Naja. Deutschland unterstützt den Georgien. Ja. Auf dem Weg. Wir gehen aber ein bisschen tiefer, Marius, du wirst sehen, wir gehen ein bisschen mehr rein in diesen Kaninchenbau. Und deswegen, Jörg, würde ich dich mal bitten, einfach mal so von diesem Georgien-Konflikt nochmal zwei Videos mal abzuspielen. Die 2 und die 5 am besten, wir brauchen ja nicht so viel. Dass die Zuschauer sich dort noch mal einen kurzen Eindruck machen, weil wir sind ja jetzt in der Aufnahme am 13.03. Also hier sieht man schon so ein bisschen genau diese Wiederholung, ne? Dass diese Ja, vielen Dank, Jörg. Also hier sieht man im Prinzip noch mal so kurz diese Stimmung, die hier herrscht. Das ist hier in Tiflis, direkt vor dem Parlamentsgebäude. Und man sieht eben dort, dass dort auch schon friedlichen Proteste in Gewalt umgeschlagen sind. Also man hat dann auch schon noch andere Szenen gesehen, die wir uns jetzt hier nicht angucken wollen. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied mit dem Maidan 214 und den Bildern, die wir gerade eben aus Georgien gesehen haben? Optisch keine. Doch, ein ganz großer Unterschied. Damals waren diejenigen, die Masken getragen haben, vermummte Terroristen. Heutzutage sind das Systemlinge, die die Masken, die verpflichtenden Masken tragen. Das ist der Unterschied. Das war nur mal ein kleiner Witz zum Einladung. Okay, pass mal auf, apropos Witz. Ich habe jetzt angefangen, erstmal einen kleinen Ausschnitt zu beleuchten. Das ist, wie gesagt, jetzt der Ausschnitt Anfang März, wo diese Dinge ins Rollen gekommen sind. Und zwar mit einem Gesetzesentwurf, der von dem georgischen Parlament zur Verabschiedung eingebracht werden sollte. Und da geht es über sogenannte ausländische Agenten, die sich entsprechend registrieren lassen müssen. Und dieses Thema, das kennt ihr bestimmt, das ist natürlich dort auch in diesen Zeitungen relativ präsent gewesen. Und ich habe da ein bisschen rumgeguckt und habe mich dort in Originalquellen mal umgeschaut. Und da bin ich fündig geworden bei dem kaukasischen Knoten, nicht bei dem gordischen Knoten, obwohl man das mittlerweile ja schon fast denken könnte bei diesen ganzen Verwicklungen, dass das ein unlösbarer Knoten ist. Aber für uns nicht, weil wir lösen es auf, weil wir haben ja den Schlüssel dazu. Deswegen ist das für uns gar kein Problem. So, und dieser also die Bibel als Schlüssel, selbstverständlich. Und diese kaukasische Knotenzeitschrift, die hat eben jetzt so ein paar Artikel so gepostet. Ich habe das jetzt hier mal markiert, beginnend vom 2. März 2023, Jörg. Und da würde ich dich mal bitten, mal kurz diese ausgewählten kleinen Abschnitte mal vorzulesen. Das georgische Parlament bereitet sich darauf vor, Gesetzesentwürfe über ausländische Agenten zu diskutieren, die von der Parlamentsmehrheit eingebracht wurden. Das erste Gesetz, das die Unabhängigkeit der Medien und NGOs bedroht,
wurde von der Opposition, Aktivisten, Politikwissenschaftlern und ausländischen Diplomaten scharf kritisiert. Der zweite Gesetzentwurf, der nach Kritik eingeführt wurde, gefährdet Personen, die, Zitat, direkte oder indirekte, Ende Zitat, Mittel von ausländischen Staaten erhalten. Das Gesetz betrifft unter anderem Opfer häuslicher Gewalt, ethnische und religiöse Minderheiten, LGBTQ-Personen, junge Menschen, die mit Mitteln internationaler Stiftungen im Ausland studieren, und Bürger, die mit Unterstützung solcher Fonds ihr eigenes Unternehmen eröffnen. Ja, der zweite Gesetzentwurf gefährdet Personen, die direkte oder indirekte Mittel von ausländischen Staaten erhalten. Also alle Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit anderen Worten. Unter anderem, ja. Wie der Kaukasische Knoten berichtete, wurde am 14. Februar bekannt, dass die Bewegung zwischen Anführungszeichen Macht des Volkes, die mit der Regierungspartei Georgischer Traum Teil der parlamentarischen Mehrheit ist, dem georgischen Parlament einen Gesetzentwurf über ausländische Agenten vorgelegt hat, der die Schaffung eines Registers von Nichtregierungsorganisationen und Medien vorsieht, das zu mehr als 20% aus dem Ausland finanziert wird. Am 27. Februar schlug The Power of the People, also die Kraft oder die Macht des Volkes, einen weiteren Gesetzentwurf über ausländische Agenten vor, den sie amerikanisch nannte. Am 1. März versprach die georgische Präsidentin Salome Zurabishvili, ihr Veto gegen das Gesetz einzulegen, da es den europäischen Werten widerspreche. Da sind wir wieder mit diesen gemeinsamen Werten, ha? Genau. Dazu muss man sagen, oder möchte ich mal sagen, das Gesetz soll ziemlich genau nachgebildet sein nach dem amerikanischen Gesetz, und zwar den Foreign Agents Restriction Act, FARA, das im Jahre 1938 erlassen wurde, und was interessant ist, es wurde im Jahre 2017 angewandt, um den Sender Russia Today zu vertreiben. Ja, ja. Also, wenn es Amerika macht, dann darf der Untertan es noch lange nicht. Ja, ja, ja. So, genau. Und jetzt geht es erstmal weiter. Am 6. März, also 3 Tage später, ging sozusagen dann das in die nächste Runde. Da gab es dann eine Diskussion, eine Auseinandersetzung über diesen Gesetzesentwurf. Und Jörg, da hast du auch noch ein Video, was ich euch mal rausgesucht habe. Das kannst du auch noch mal kurz bitte einspielen, wo dann entsprechend diese Diskussion eben sehr schnell handgreiflich geworden ist. Und welches wo dann denn, eben, das erste oder das dritte? Welches ist es denn hier? Na, wo du, guck mal hier, wo du das Bild hast, hier mit dem, steht ja mit dem Parlament. Du siehst ja hier das Parlament. Ich sehe da nicht viel. Das kann das erste oder das dritte sein, sag es doch. 2 und 4 haben wir gesehen, 1 und 3 noch nicht. Dann ist es die 3. Ja. Also, vielen Dank, Jörg. So, genau, wir werden jetzt mal, ich habe herausgefunden, wer da des Platzes verwiesen wurde von der Opposition. Und wir werden uns das mal angucken. Also eine Person werden wir uns noch mal raussuchen von denen, die da rauskomplimentiert wurden, weil sie dann doch irgendwie laut geschrien haben und irgendwo sich also nicht mal an diese Regeln da gehalten haben, wie auch immer. Jörg, ich würde dich mal bitten, kurz mal diesen Abschnitt mal vorzulesen unter dem Artikel. Also, die Diskussion über das Gesetz über ausländische Agenten führte zu einem Kampf im georgischen Parlament, den wir gerade im Videoausschnitt gesehen haben. Heute, wird dann dazu geschrieben, kam es im georgischen Parlament während der ersten Lesung des Gesetzentwurfs über ausländische Agenten zu einem Handgemenge zwischen den Abgeordneten. Der Grund war der Aufruf des Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Andriy Orkahanaschwili, mehrere Abgeordnete, die von ihren Sitzen schrien, zu entfernen, berichtete der Fernsehsender Mtari Akri, dessen Bericht vom Korrespondenten des Kaukasischen Knotens übersetzt wurde. Während des Handgemenges schlug Okanashvili Levan
Mensch, können die einfach Max und Moritz heißen? Während des Handgemenges schlug Okanaschwili Levan Kabaischwili dem Vorsitzenden der Vereinigten Nationalen Bewegung ins Gesicht. Ich erinnere mich, ich werde hier so erinnert an die Vorlesung da von Loriot, wo sie da diesen englischen Text vorgelesen hatte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Mit den Namen. Also, warum ich dir das vorlesen lasse heute? Das dachte ich mir schon, ja. Okay, also, während des Handgemenges schlug Okanaschwili Levan Kabaischwili dem Vorsitzenden der Vereinigten Nationalen Bewegung ins Gesicht. Mehrere Abgeordnete der Opposition wurden gewaltsam aus dem Saal entfernt, darunter Salome Samardaschwili, eine Abgeordnete der Lelo-Partei, Georgi Vashadze, ein Abgeordneter von Akmaschenebeli, Strategi, Levan, du machst das so mit Absicht, ja. Levan Kabaischwili und Georgi Botkoveli, Abgeordnete der Vereinigten Nationalen Bewegung, sowie Tamar Kordzaya von der Republikanischen Partei und Katuna Samnitze von der Reformgruppe. Und weiter. Anna Natsvlishvili, Mitglied der parlamentarischen Fraktion LELO, Partnerschaft für Georgien, rief zum Kampf gegen den Gesetzentwurf über ausländische Agenten auf. Zitat: In Georgien sollte eine vereinte nationale Widerstandsfront eröffnet werden und diese Opposition sollte überall sein, sogar im Komitee, in den Medien, auf der Straße, wo immer Menschen sind. Die Stimme des Protests sollte gehört werden. Ende Zitat, sagte Natsvlishvili, dessen Worte vom Korrespondenten des kaukasischen Knotens übersetzt wurden, in der Sendung des Fernsehsenders Rustavi 2. Ja, ja, das hast du klasse gemacht, das hätte ich nicht hingekriegt. Danke trotzdem, also für die Mühe. Es tut mir wirklich leid, es geht alles mit Ende Illi Willi, insofern alles gut. Ich würde jetzt mal sagen, wir beschränken uns mal auf die Vornamen, denn ich habe jetzt mal angefangen mit der Salome. Willi erinnert mich irgendwie an Free Willi, hat das mit der Agenda zu tun? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ja. Ne? Also wie gesagt, wir haben uns hier mal ein paar rausgepickt und diese Salome, die habe ich mal kurz recherchiert und natürlich bin ich da fündig geworden und zwar bei der KAS, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, die 2016 eine Konferenz im Rahmen einer Exzellenzschule Östliche Partnerschaft abgehalten hat und zwar in Vilnius. Und ich lese das mal ganz kurz, diese Beschreibung noch mal vor, ne? Also von der Konrad-Adenauer-Stiftung direkt. Ja, natürlich, die leichten Texte kriegst du, ja. Ja, was denkst du denn? Vom 8. bis zum 12. Dezember 2016 richtete das Auslandsbüro Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung gemeinsam mit dem Auslandsbüro Moldau und Rumänien die erste Veranstaltung der mehrjährigen Programmreihe The European Union's Eastern Neighborhood Changes and Perspectives in Vilnius durch. Die Exzellenzschule wurde durch Sondermittel für die östliche Partnerschaft und Russland ermöglicht, die der Deutsche Bundestag über das Auswärtige Amt bereitstellt. So, jetzt habe ich mal drunter, kannst du mal ganz kurz runter scrollen, einen kleinen Ausschnitt von dieser Konferenz. Ja, Moment, ich wollte nur eben das, was du hier so in Englisch ein bisschen gebrochen vorgelesen hast, den Leuten erklären, was das heißt. Ja? Diese Programmreihe heißt also hier The European Union's Eastern Neighborhood, Chances and Perspectives. Wenn man das richtig ausspricht, verstehen das auch einige besser. Also das ist jetzt gegen deine Aussprache, aber die war ja, nicht besonders gut. Und das heißt eben übersetzt die Europäische Union, ihre östliche Nachbarschaft, Möglichkeiten und Perspektiven. So. Und jetzt muss ich wohin? Genau, jetzt gehst du mal runter auf das untere Bild. Genau. Und dort ist im Prinzip ja als Höhepunkt dieser Konferenz angegeben in eine Diskussionsrunde. Und da seht ihr dann Mitglieder des litauischen Parlaments, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in der Republik Litauen, ehemaliger diplomatischer Berater des Präsidenten des Europäischen Parlaments und Dr. Wolfgang Sender, der wiederum der Leiter der KAS, des KAS-Länderbüros Belarus, also Weißrussland ist. So, Jürgen, jetzt kannst du wieder, jetzt hast du dich erholt. Da hast du aber schön die schwierigen Namen gerade eben umsegelt, durch einfach die Titel der Leute vorzulesen. Das ist natürlich schlau gemacht. Ich hätte mir da schon wieder die Zunge abgebrochen mit Sigimantas Pavilionis. Wenn schon mein gebrochenes Englisch hier zum Besten gebe, dann schiffe ich wenigstens die Klippen. Ja.
sowas rächt sich dann eben gleich. Wenn ich mal so eine Bemerkung mache, dann kriege ich gleich einen oben drauf, ne? Also. Nein. Das Ziel des neuen mehrjährigen KAS-Exzellenzprogramms für Nachwuchskräfte aus den Bereichen Politik, Recht, Medien und Wirtschaft aus den Ländern der östlichen Partnerschaft und Russland ist die Förderung der europäischen Gedanken und der demokratischen Werte durch Bildung einer neuen Generation der jungen Talente. Im Rahmen der viertägigen Fachkonferenz hatten die jungen und sozial engagierten Multiplikatoren die Möglichkeit, an einem intensiven Programm teilzunehmen, in dessen Rahmen sie sich intensiv mit den europäischen Ideen und der Umsetzung der demokratischen Werte befassten. Östliche Partnerschaft liegt im Fokus. Die Konferenzeröffnung erfolgte durch den kommissarischen Leiter der Büros Moldau und Rumänien der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Beckmann-Dierkes. Er begrüßte die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau, Russland und der Ukraine im Namen der Stiftung. Laurinas Kaczynas, frisch gewähltes Mitglied des litauischen Parlaments, referierte im Anschluss zum Thema, Zitat, östliche Partnerschaft, Chancen und Perspektiven, Ende Zitat, also das, was er gerade in Englisch sich da ein abgestottert hat, ist hier jetzt im Grunde gekürzt der deutsche Titel, östliche Partnerschaften, Chancen und Perspektiven. Damit gab Kaczynas Impulse für Themen, die die Konferenzteilnehmer über die ganze Veranstaltung hinweg beschäftigen sollten. Der erste Tag der Konferenz begann mit einem Vortrag des Präsidenten des Verfassungsgerichts der Republik Litauen, Dr. Dainius Čalimas, der über die Rolle des litauischen Verfassungsgerichts zur Förderung der Demokratie und der Sicherung der Westanbindung Litauens berichtete. Während der ersten Podiumsdiskussion Between the European Union and the Eurasian Economic Union, also zwischen der Europäischen und der Eurasischen, zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Wirtschaftsvereinigung, am Freitag beschäftigte sich die stellvertretende Direktorin der Abteilung Östliche Nachbarschaftspolitik des litauischen Außenministeriums Inga Stanytė Toločkinė mit der Eurasischen Wirtschaftsunion, ihrer Struktur und der benutzten Narrative. Der Politologe und Experte zu Informationskriegen von der Universität Vilnius, Dr. Nerijus Maliukevičius, analysierte die Softpower-Methoden des Kremls und ihre Auswirkungen. Softpower und Hardpower sind übrigens auch bekannte Ausdrücke aus der römisch-katholischen Kirche. Ja? Die sanfte und die starke Gewalt. Dr. Juro Durić von der Universität des Saarlands berichtete über die politischen und wirtschaftlichen Faktoren bei der Wahl zwischen Osten und Westen aus der Perspektive der EU-Beitrittskandidaten. Im zweiten Teil des ersten Konferenztages konnten die Teilnehmer die aktuellen Entwicklungen in ihren Ländern hinsichtlich der Beziehungen mit der EU vorstellen. Einen Impuls für diese Präsentation gab der Politologe Professor Ivar Iljaps von der Universität Lettland, der einen Vortrag zum Thema The Future of Eastern Partnership Between Reform Capacity and New Security Challenges hielt. Warum können die das eigentlich nicht in Deutsch schreiben? Das versteht doch kein Schwein. Die Zukunft von östlichen Freundschaften oder Partnerschaften, Entschuldigung, die Zukunft von östlichen Partnerschaften zwischen der Reformkapazität und neuen Sicherheitsherausforderungen, heißt das auf Deutsch hier. Am Freitagabend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, im Rahmen eines Filmabends die andere Seite der russischsprachigen Bevölkerung in den baltischen Ländern kennenzulernen. Die lettisch-polnische Journalistin Sandra Uzolefons stellt hier ihren neuen Dokufilm Baltic Power, What is Putin's Game? Also auf Deutsch, Baltic Poker. What is Putin's Game? Auf Deutsch, baltisches Poker. Was ist Putins Spiel? Vor, indem ein Einblick in die Denkweise und politischen Einsichten der Einwohner in Estland, Lettland und Litauen gegeben wurde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten mit der Moderatorin im Anschluss zum Film diskutieren. Ein wichtiger Teil des Programms war die Gruppenarbeit. Den ganzen Samstag arbeiteten die Teilnehmer in drei Gruppen, die den Themen europäische Werte, Sicherheitspolitik und Wirtschaft gewidmet waren.
Die Teilnehmer konnten nicht nur mit Experten, Diplomaten und Journalisten über diese Themen diskutieren, sondern sich auch gegenseitig die aktuellen Herausforderungen in ihren Ländern vorstellen. Gesprächspartner und Experten dieses Programmteils waren Dr. Andrej Horvat, Leiter des GIZ-Projekts Support for Serbia, also Unterstützung für Serbien, Julia Bartel, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Ulrich Kleppmann, Deutsche Botschaft Chisinau, Julian Grosser, Leiter des Instituts für Europäische Politik und Reform, Vaidas Saltsuinas, Journalist Delphi, Dr. Hans Reckers, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technik und Forschung des Landes Berlin, Dr. Christian Blut, Project Manager Bertelsmann Stiftung, Dr. Christopher Hartwell, Präsident Center for Social and Economic Research in Warschau. Während der Panel-Diskussion am Sonntag wurde versucht, Antworten auf die Fragen zu finden, mit welchen Instrumenten die östliche Partnerschaft erfolgreich gemacht werden kann und welche Faktoren hierbei entscheidend sind. Zu diesen Fragen diskutierten Petras Austrocevicius, Mitglied des Europäischen Parlaments, Dr. Claudius Maniokas, ein Vorsitzender des Beratungsunternehmens European Social, Legal and Economic Projects oder kurz ESTEP und Frau Salome Samardashvili, Mitglied des Georgischen Parlaments. In der zweiten Paneldiskussion stand das Thema Zivilgesellschaft im Mittelpunkt. Die Experten Vitis Jurkonis, Leiter des Freedom House in Vilnius, Dr. Andrej Horvat, Leiter des GIZ-Projekts Support for Serbia, was GIZ heißt, das weiß ich immer noch nicht, das wurde schon zum zweiten Mal erwähnt hier, das kannst du vielleicht gleich mal erklären, was das heißt, und Dr. Lucian Dirk-Dalla, Dozent an Michael Kogalnicianu Universität in Iasi in Rumänien, diskutierten mit den Konferenzteilnehmern aus der östlichen Partnerschaft und Russland. Am Ende der Konferenz diskutierten Sigimantas Pavilionis, Mitglied des litauischen Parlaments, Arnoldas Prankevičius, Leiter und der Vertretung der Europäischen Kommission in Litauen und der für Belarus, das nannte man früher ganz einfach Weißrussland, zuständige Auslandsmitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung Dr. Wolfgang Sender, zu aktuellen Fragen der europäischen Nachbarschaftspolitik und zum Ausblick auf das Jahr 2030. Trotz des dichten und informationsreichen Programms und der fordernden Mitarbeit legte die Konrad-Adenauer-Stiftung Wert auf die Möglichkeit, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander sowie mit den hochrangigen Gästen der Konferenz austauschen und Netzwerke bilden konnten. Die nächste Veranstaltung der Exzellenzschule wird voraussichtlich im Frühling 2017 in Tiflis stattfinden. Danke. Also wir sprechen hier schon über Dinge, die schon längst Vergangenheit sind. Ne? Mhm. Genau, also in Georgien, ne? Tiflis. Übrigens diese eine, jetzt muss ich mal gucken, warte mal, wo war denn das? In Chisinau, ne? Dieser deutsche Botschafter, Ulrich Kleppmann, ne? Chisinau ist in Moldawien, was ja aktuell auch immer wieder in den Nachrichten erscheint, ne? Wegen diesem Transnistrien-Konflikt. Und das GIZ ist eine deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GmbH. Also ja, Leiter des GIZ-Projekts, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Projekts Unterstützung für Serbien. Ne, da geht es schon wieder in ein anderes Balkanland, ne, in einen anderen Brandherd über dann. Ja. Genau. Ne, also man kann jetzt hier erstmal einen Punkt, den denke ich mal, den können wir schon mal setzen, dass hier weit vor den ganzen offenen Konflikten hier schon auf jeden Fall diese Agenda aktuell war. Also wir haben jetzt ja mehrere, auch bis jetzt noch unerforschte Stiftung hier und Unternehmen oder NGOs, wie auch immer, da jetzt hier schon mal wieder kennengelernt. Und ich wollte jetzt hier nur noch mal den Punkt setzen, dass hier auch diese Frau Salome Samardashvili, ja, also die sozusagen jetzt hier aktuell eben eine der Redelsführerin in diesem Konflikt offensichtlich gewesen ist und des Platzes des Parlaments verwiesen wurde, eben hier anwesend war und eben an diesen Diskussionen, an diesen Planungen dran teilgenommen hat. So, ich finde persönlich, wenn ich da mal eine kurze Bemerkung drauf machen darf, was wir hier jetzt ganz gut gesehen haben, ist,
wie die Dinge Jahre vorher vorbereitet werden, ohne dass irgendjemand hier in unseren Kontreien darüber berichtet. Und dann werden uns auf einmal Bilder präsentiert, wie jetzt das aus dem Parlament in Georgien oder diese Demonstration oder dieser Aufstand, dieser Protest vor dem Parlamentsgebäude. Und das ist für uns dann alles so völlig, das fällt aus dem Himmel, weißt du? Also, das fällt uns auf einmal so vor die Füße, noch nie vorher davon gehört. Nee, weil wir diese ganzen vorbereitenden Arbeiten, die du jetzt hier aufdeckst, natürlich niemals gewusst haben. Weil wir darüber eben nicht informiert werden, über solche ganzen Dinge. Und das, möchte ich jetzt mal eben dazu sagen, ist eigentlich die Aufgabe der Medien. Die Menschen, die Völker über solche Dinge bereits im Voraus zu unterrichten. Und deswegen musste ich so lachen, als wir in diesem Text ein Stück weiter oben darüber gesprochen hatten, über irgendwie die Freiheit der Medien oder sowas. Da habe ich doch so kurz gestockt, ne? Naja. Wir kennen ja Inter Mirifica und Miranda Prosus. Wir wissen ja, wer die Medien führt, leitet, wer ihnen sagt, was sie schreiben dürfen und was sie nicht schreiben dürfen. Und das ist genau der Grund, weshalb wir alle wie die Blinden im Dunkeln tappen. Ich finde das jetzt mal wirklich einen ganz wichtigen kurzen Kommentar, den ich geben muss. Ja? Und wir lassen uns dann von diesem ganzen politischen Geplänkel einlullen, sage ich jetzt mal, oder wir lassen uns davon dann sogar auf die ein oder andere Art und Weise dazu verleiten, dieser Seite oder dieser Seite unsere Unterstützung zuzusagen, wie im Augenblick ja jeder Ukraine gegen Russland unterstützt und solche Scherze, und das weiterhin wahrscheinlich jetzt eben auch hier mit Litauen und Serbien und Georgien und Moldawien und so weiter eben auch kommen wird, immer gegen Russland im Sinne der Osterweiterung der sogenannten EU, aber im Grunde der Osterweiterung der NATO. Und wir sehen hier jetzt endlich mal mit diesen ganzen Dingen, die hier vorab gelaufen wurden, wo ich mich fast wie Nachrichtensprecher gefühlt habe, diesen ganzen Mist da vorlesen zu müssen. Entschuldigung, Mist meine ich jetzt nicht despektierlich auf deine Arbeit dazu, das zusammenzuholen, ganz im Gegenteil, sondern weil das einfach so eine trockene Materie ist, wo aber die ganzen Vorbereitungen drin sind, die heute, wo wir in 2023 leben, auf einmal für den unbedarften Zuschauer auf einmal vor dem Auge explodieren. Und der wird damit Resultaten konfrontiert, wo die schon jahrelang vorher im Hintergrund gearbeitet haben. Und die Medien haben einen Mist getan, um die Menschen darauf vorzubereiten oder die Menschen darüber zu informieren. Die Medien machen gar nichts. Die arbeiten mit denen unter einer Decke und die sorgen dafür, dass das, was nicht gerade in Geheimgesellschaften passiert, in solchen Dingen deswegen geheim bleibt, weil kein Mensch hier im Westen darüber berichtet. Und die Menschen darüber informiert, welche Pläne eigentlich am Gang sind. Das Volk wird dumm gehalten und ist nur gut dafür, seine Söhne und heutzutage auch schon seine Töchter in das Militär zu schicken und als Kanonenfutter verbraucht zu werden. Das musste jetzt mal gesagt werden. Ja. Ja. Ich habe das vielleicht schon mal gesagt oder erzählt, so eine Geschichte, wo ich vor Jahren im Auto saß und da kamen die Nachrichten durchs Autoradio und wurde erzählt, wie schlimm sich doch der nordkoreanische Kim Jong-un oder wie auch immer der da heißt, aufführt und droht. Was aber nicht gesagt wurde, was ich aber schon vorher irgendwie durchs Lesen erfahren habe, dass davor die Amerikaner vor seiner Küste da Übungen veranstaltet haben. Man bekommt einen Ausschnitt präsentiert, ohne wirklich den Pfaden komplett zu präsentieren. Und das ist das sowas von gefährlich, die Nachrichten zu hören, weil man könnte ja nachforschen und sieht, ja, das stimmt, was er alles gesagt hat, das ist passiert, aber man hat nicht die ganze Geschichte. Ja, und vor allen Dingen erzählen Sie nicht, dass der Kim Jong-un in einem jesuitischen Jungeninternat in der Schweiz erzogen wurde. Ja, also das den Faden konnte man weiterziehen. Und wenn ich nochmal einen weiteren Brandherd aufmachen könnte, schau mal in den Chat. Also das passiert jetzt auch gleichzeitig, jetzt in dieser Zeit. Da finden wieder anscheinend das Letzte. Also das Letzte im zweierlei Sinne. Die Überschrift ist, dass die Südkorea und USA eine gemeinsame Manöver begonnen haben. Und man merke sich das, begonnen haben. Der zweite Satz im Titel sagt, Experten, die sehen vor oder die erwarten eine Provokation aus dem Norden. Das kann man ja schon fast lesen. Experten, Presvidua, Presvidua, ja, das ist also so, wie sagt, predict, ne, vom englischen predict,
Ja, Vorhersagen, Provokatie, Provokation. Ich kann ja schon fast Polnisch lesen hier. So, und derjenige, der noch denken kann, wie ist, was war denn zuvor, Henne oder Ei? Erstmal gibt es jetzt hier, die sind schon im Gange, die Manöver. Und die Experten, die erwarten eine Provokation darauf. Das ist eine Veräppelung der Leser, oder? Wie viele Leute merken das? Mit dieser Fortress-Geschichte, mit diesem strategischen Langstreckenbomber der US-Luftstreitkräfte, der ist ja auch von Polen aus gestartet und direkt Richtung St. Petersburg geflogen, ne? Und kurz vor der russischen Staatsgrenze umgedreht, ne? Und das ist natürlich, sage ich mal, insofern gefährlich, weil dort sofort alle, sage ich mal, Alarmglocken angehen, ne? Weil die wissen natürlich dann auch, dass da auch Atomwaffen oder anderes Zeugs da geladen sein können, ne? Aber das war auch so eine typische Provokation. Jetzt gerade erst vor 2 Tagen passiert, ne? Die Provokation aber passiert gerade und als Reaktion wird Provokation erwartet. Also da wird völlig wieder alles umgedreht. Da ist nicht nur ein Ausschnitt präsentiert ohne der Vorgeschichte. Jetzt wird ja eine weitere Hirnverrenkung da präsentiert. Also so arbeiten die Medien. Was ich mal ganz kurz mal anmerken wollte, nochmal auch hier zu dem PDF, was interessant ist, dieses Vorausdenken und Vorausplanen. Und zwar, was vielleicht euch jetzt noch nie aufgefallen ist, aber in dem letzten Text hat ja dieser Dr. Wolfgang Sender, mit dem wir uns dann auch kurz mal beschäftigen werden, weil das wird sehr interessant, einen Ausblick auf das Jahr 2030 gewagt. Und das ist doch genau dieser Punkt, den ihr jetzt gerade ansprecht, dass also diese Leute nicht einfach mal gucken, was passiert nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern diese Leute haben eine Agenda und diese ist eben so weit weg, dass das normale Mensch, uninformiert wie er ist, das kommt noch dazu, überhaupt nicht erfassen kann. Und ich habe mal mit dem Ausblick auf das Jahr 2030, da gab es doch mal eine Agenda 2030. Und zwar gab das mal eine Agenda 2030, die Überschrift hatte, das habe ich jetzt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, eben diese 17 Ziele eben bis 2030 eben zu erreichen. Und da steht unter anderem drin, dass da eben zwar diese globalen Krisen wie die sogenannte Corona-Pandemie den Entwicklungsfortschritt zwar hat eben stagnieren lassen, aber dass trotzdem eben eine Trendwende erforderlich ist. Und zwar eben, erster Punkt, direkt vom BMZ, von diesem Bundesseite, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der Klimawandel zeigen. Es geht nur gemeinsam durch gezielte weltweite Zusammenarbeit. Wir dürfen niemanden zurücklassen. Es geht nur gemeinsam. Aus vielen mach eines. Das, was wir ja auch schon mehrfach hier angesprochen haben. Wir dürfen niemanden zurücklassen, heißt letztendlich, die Reihen werden geschlossen, friss oder stirb. Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Oder konvertiere oder stirb oder wie auch immer man das hier bezeichnen kann. Und alle, die jetzt hier sich nicht auf diese Seite schlagen, die sind sozusagen potenzielle Feinde. Und da wird eben dann auch schon mal, wie bei dem Minsker, bei dem Lukaschenko auch mal gedroht, dass wenn er nicht auf Linie bleibt, dann eben auch so Maidan mal in Belarus, in Weißrussland mal passieren kann. Das ist nämlich auch mal ein Artikel mal gewesen vor einer längeren Zeit. Also, ganz zufällig haben wir hier aktuell nochmal von der Seite Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Agenda 2030 nochmal erklärt. Aktuell 17 Ziele, wo die zwei wichtigsten, beziehungsweise das wichtigste gleich das erste stand, nämlich der Angriffskrieg gegen, also von Russland, dass der sozusagen gelöst wird. Und dann gucken wir hier auf dieses 2016er, auf diese 2016er Diskussion, wo zufälligerweise auch ein Ausblick auf dieses Jahr 2030 gemacht wird. Also das sind schon ganz schöne Zufälle. So, und wenn man sich jetzt mal diesen Dr. Wolfgang Sender mal anguckt, Jörg, jetzt kannst du mal bitte runtergucken, weil das ist auch so ein bisschen dein Metier gewesen wahrscheinlich, früher zumindest. Dann hat er doch eine ganze Menge Erfahrung in Personalgewinnung. Wenn du willst, kannst du das fortfahren oder vorlesen. Diese Seite, von der ich das habe, ist original eine Seite, die er ins Leben gerufen hat, die mehr oder weniger
Stellen vermittelt in Deutschland und wie auch immer, ob er sich jetzt selbst finanziert, er bezeichnet sich jetzt hier als unabhängige internationale Plattform. Ich weiß es nicht, habe aber meine Zweifel. So, Jörg, genau. Und da kannst du mal die Personalie mal bitte ganz kurz mal vorlesen. Also wir sprechen jetzt hier über den Wolfgang Sender. Genau, der das KS geleitet hat. Der Politikwissenschaftler und Autor befasst sich seit vielen Jahren mit Fragen der Personalgewinnung, Rekrutierung und Qualifizierung. Für die Bundeswehr hat Dr. Wolfgang Sender 2007-08 eine der größten Befragungen zur Berufsbiografie von Marineoffizieren durchgeführt und dabei zur Motivation, dem Berufsverlauf und der Berufszufriedenheit deutscher Soldatinnen und Soldaten publiziert. Beim Bundessprachenamt befasste er sich danach, nämlich zwischen 2009 und 2010, als Mitarbeiter im Leitungsstab mit Fragen der Personalgewinnung für den öffentlichen Dienst auf Messen und Ausstellungen sowie im Internet. Also es geht immer um Human Resources, wie man das heute so schön im Neudeutsch nennt, Personalgewinnung. Für das Handbuch Berufsforschung und weitere Publikationen verfasste er in den Folgejahren 2011 bis 2012 wissenschaftliche Beiträge zu verschiedenen Berufen sowie zur Berufsforschung. Für die Kultusministerkonferenz war Dr. Wolfgang Sender anschließend, nämlich die nächsten zwei Jahre zwischen 2013 und 2014, der Geschäftsführer des Zentralen Ausschusses für das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz und hat sich hierbei mit Fragen der schulischen Sprachförderung im Ausland sowie der Anerkennung von Sprachnachweisen in Deutsch befasst. Anschließend hierauf, zwischen 2015 und 2019, jetzt mal vier Jahre lang, konzipierte und leitete er eine Vielzahl von Seminaren und Workshops zur Berufsorientierung und Bewerbungsberatung, unter anderem für Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Jetzt lassen wir langsam die Katze aus dem Sack. 2019 nutzte er diesen Erfahrungshintergrund und gründete lifeingermany.de als Projekt der Mitglied des Bundestages oder MB? Wofür steht MB jetzt hier? Der MB, Mitglied des Bundestages ist MDB. Also MB Dr. Senderio Consultatius. Okay, das ist jetzt das ganze Projekt. Ne? MB Dr. Senderio Consultatius. Dabei nutzt er auch seine Erfahrungen, die er als Personalverantwortlicher und Vorgesetzter in verschiedenen Positionen gesammelt hat. Durch seine langjährigen beruflichen Auslandserfahrungen in Litauen, Polen, Weißrussland, also Belarus, Russland, der Ukraine und Moldau bringt er seine Regionalexpertise Osteuropa in die Personalgewinnung Osteuropa von lifeingermany.de ein. Neben Fragen der internationalen Personalgewinnung befasst sich Dr. Wolfgang Sender mit Fragen der Außenpolitik und Osteuropa. Er ist Autor einer Vielzahl von Beiträgen zu diesem Themenbereich und Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten. Wolfgang Sender spricht neben Deutsch fließend Russisch und Englisch. Er ist also ein Spezialist im Anwerben und Rekrutierung. Genau, und das wird uns nämlich jetzt gleich noch ein bisschen mehr interessieren, weil Spezialist im Anwerben und Rekrutierung von was oder von wem? Das ist die Frage. Ne? Jedenfalls ist erstmal der Punkt, dass die KAS, die Konrad-Adenauer-Stiftung, sehr engagiert ist in dem Thema Osteuropa und dort eben schon lange Jahre im Voraus Dinge diskutiert, zumindest ist das, was wir lesen können, was offiziell diskutiert wird und was inoffiziell, was wir nicht lesen können. Naja, da kann man im Prinzip nur noch gucken an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist eben ja bei der KAS relativ einfach, wenn man weiß, wonach man suchen muss. So, generell erstmal, Jörg, war die Frage, was denkt überhaupt die KAS über Georgien? Und genau, du kannst los. Für die Konrad-Adenauer-Stiftung ist Georgien seit vielen Jahren eines der Länder im ehemaligen Osteuropa, in dem gute Voraussetzungen bestehen, politischen Dialog im Sinne der Stärkung der Demokratie zu fördern. Also wenn man diesen Satz jetzt mal entschlüsselt und auf Deutsch liest, ne, dann steht da im Grunde nichts weiter, als dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sehen wir jetzt eine wunderbare Gelegenheit, unser Verständnis von Demokratie, was ein absolutistisches weströmisches System ist, überall im Osten den Leuten aufzustülpen.
So müsste man das eigentlich lesen können. Also so müsste man das verstehen, was hier steht. So erklärt sich, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung in Georgien Gesprächspartner in vielen Teilen der politischen und zivilgesellschaftlichen Akteure finden kann, um diesen Dialog weiterzuführen. So, und jetzt muss ich hier mal kurz einen Kommentar geben. Ganz kurz, wird nicht lange dauern. Aber jetzt sollte, glaube ich, jeder einmal deutlich verstanden haben, worum es hier im Grunde geht. Ich habe es gerade eben gesagt, als ich den Satz, diesen ersten Satz hier so vorgelesen habe, wie er eigentlich da stehen müsste. Ich wiederhole es jetzt nicht. Jeder hat es hoffentlich gehört. Es geht hier darum, um unsere sogenannten westlichen Werte, und das ist hauptsächlich römischer Katholizismus, nach Osten auszubreiten. Hier geht es darum, um die sogenannten Satellitenstaaten der früheren Sowjetunion sich einzuverleiben und dort den westlichen, den römischen Katholizismus zu etablieren, über natürlich Politik. Das streitet ja kein Mensch ab. Über das, dass ihr erstmal überhaupt nicht merkt, worum es eigentlich geht. Es geht ja immer nur um Politik, es geht ja gar nicht um Religion. Was hat denn Religion mit Politik zu tun? Ja, das haben wir in 57 Sendungen hier vor, glaube ich, schon mal ganz deutlich gemacht. Aber das wird euch ja nicht erzählt. Und das, solche Dinge verbergen sich in solchen ganz kleinen Sätzen, die der Gerald immer wunderbar hier mit rausschmeißt und wo ich dann sage, von da muss ich jetzt mal einen Kommentar zu geben. Da geht's doch im Grunde drum. Man pickt sich diese Länder raus, sofort nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, und glaubt man nicht, dass der irgendwie überraschend gefallen war für irgendjemand. Das ist alles geplant. Es hat alles seine Agenda. Der Gerald hat gerade davon gesprochen, wie die das einige Jahre im Voraus planen, mit der Agenda 2030 zum Beispiel. Ich habe früher schon davon gesprochen und einige Leute werden sich das erinnern, weil meistens habe ich das in Englisch gesagt, aber bei der Lesung von Herrscher des Bösen habe ich es auch angeführt und wir kommen immer wieder zurück auf Herrscher des Bösen, wie unglaublich wichtig diese Lesung war, dass die Katholiken und vor allen Dingen die Jesuiten am Anfang des 17. Jahrhunderts bereits ihre Saat in Amerika gepflanzt haben und ganz genau wussten, in 150 Jahren geht diese Saat erst auf. Das heißt, ich arbeite heute für etwas, dessen Erfüllung ich überhaupt nicht mehr erleben werde, aber ich plane so weit im Voraus. Die römisch-katholische Kirche und ihre Vasallen, die dazugehören, also Jesuiten, Ritterorden und so weiter, die arbeiten alle für eine Agenda, die 100 oder 150 Jahre im Voraus ist. Also die Zeitabschnitte, die wir hier besprechen, von 2015, 2016 bis Agenda 2030, das sind läppisch, da lachen die drüber, die haben noch viel weitergehende Pläne. Und das habe ich damit bewiesen, dass ich gesagt habe, ihr müsst das Buch lesen von J. Moss Ives, The Ark and the Dove, die Arche und die Taube. Das ist nur in Englisch und das ist ein Buch von einem Erzkatholiken, geschrieben für Erzkatholiken, aber mit dem wahren biblischen und geschichtlichen Hintergrund dieses Buch zu lesen, ist ein wahrer Goldbrunnen an Verständnis. Und das Buch zusammen mit Herrscher des Bösen, dann begreift man, was da los war. Und genau dasselbe, was wir damals in Amerika da analysiert haben, das ist hier in Europa genau das Gleiche. Und die ganzen Dinge, die stattgefunden haben und stattfinden werden, sind auf ganz langer Vorhand geplant. Wir gucken jetzt nur ein paar Jahre zurück und sehen, oh, 1990, 91 fiel der eiserne Vorhang, da ist die Sowjetunion zerbrochen, die ganzen Staaten sind auf einmal zwischen Anführungszeichen freigekommen, sofort etablieren sich nicht Regierungsorganisationen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung und diese anderen, unter anderem deutschen Stiftungen, aber auch noch andere Institutionen, auch von anderen Ländern darin, um dafür zu sorgen, dass man in einer bestimmten Zeit dort auf einmal das Vakuum, will ich mal sagen, wie es sich den Menschen präsentiert, damit füllt, dass man ihnen die westlichen Werte verkauft. Was glaubt ihr denn, warum die Rautenträgerin Merkel immer so auf die westlichen und unseren Werte gehämmert hat? Das ist genau der Grund. Und je mehr ihr das eingebläut kriegt, desto mehr ihr das glaubt. Und das ist genau die Geschichte, die hier los ist. Jetzt haben sie ihre Saat gesät vor einigen Jahren mit diesen verschiedenen Institutionen, die sie dort gepflanzt haben, die sie dann begossen haben, mit das richtige Personal zu rekrutieren, wo zum Beispiel dieser Sender ja wahrscheinlich eine gute Hand hat, um da die richtigen Leute auszuwählen und an wichtigen Positionen zu positionieren. Und
um dann dafür zu sorgen, dass diese Saat auf fruchtbarem Boden fällt und aufgeht und fruchtbar für sie heißt, alles römisch-katholisch machen. Vergesst bitte niemals die Botschaft von Fatima, die wir in Eine für alle, alle für eine Himmelskönigin deutlich genug besprochen haben. Das ist heute aktueller als je, auch wenn es über 100 Jahre her ist. Aber genau das sollte bei euch alle Alarmglocken ringen lassen, wenn ich gerade sage, die Jesuiten planen 100, 150 Jahre im Voraus. Wenn wir vor 100 Jahren, 1917 glaube ich, um genau zu sein, die Erscheinung in Fatima hatten, das ist jetzt 106 Jahre her. Die Botschaft, die da gebracht wurde, war, Russland muss römisch-katholisch werden. Und jetzt sehen wir, was hier heute passiert. Wir sehen es in der Ukraine, wir sehen es jetzt in Georgien, wir sehen es in der Zukunft in Moldawien, in Belarus, in was weiß ich nicht, all den ganzen Ländern, die ich hier erwähnt habe. Seht ihr jetzt langsam den Zusammenhang davon? Seht ihr, wie jetzt in der Zukunft und heute die Saat aufgeht, die sie damals gepflanzt haben, 100 Jahre vorher, und die machen keine Gefangenen? Die Botschaft von Fatima war, dass es großes Sterben geben wird. Ich kenne sie jetzt nicht mehr auswendig, könnt es selbst nachgucken. Guckt die Sendung nochmal. Da steht da alles drin. Könnt ihr euch drüber informieren. Es wird sehr viel Leid geben. Und dieses Leid wird wieder einmal über Europa kommen. Weil nun mal Russland teilweise zu Europa gehört, kontinental gesehen, und eben an Europa grenzt. Und deswegen wird hier wieder ein großer Konflikt ausgetragen werden. Und genau dafür dient diese ganze Sache. Mensch, ich wollte eigentlich nur einen kurzen Kommentar geben. Ja. Ich glaube, diese Übersicht ist vielleicht mal ganz wichtig, ne? Ja, das ist gut. Vor allem diese Saat, die du angesprochen hast, die wir haben uns da mal an einem zufällig ausgewählten Mitarbeiter von der KAS mal angucken, diese sogenannte Saat. Und wir sprechen da von Ländern wie so Georgien, Ossetien, Abchasien. Viele können damit nichts verbinden, wenn du Kasachstan und so weiter, ja. Zwischenzeitlich mal die Karte einblenden, damit die Zuschauer wissen, wo es da ungefähr alles sich befindet. Ja. Da haben wir Georgien eingekreist. Mitten im Georgien ist Südossetien, eine abtrünnige Republik und auch eine abtrünnige Republik, die sich auch unabhängig erklärt hat, ist im Westen des Landes, Abchasien. Und ja, ist alles so ein Potenzial für Konflikte. Ja. Jörg, kannst du mal bitte jetzt mal den Artikel mal weiterlesen vom 2. November 2020 von der Konrad-Adenauer-Stiftung? Das waren die letzten Parlamentswahlen. Hier wird im Prinzip nochmal der Punkt gesetzt, wer dort jetzt aktuell die führenden Kräfte sind und wer dort die ganzen Wahlbeobachter sind. Gerne. Ich hoffe nur, dass ich jetzt einige Leute nicht hier abgeschreckt habe mit meinem Kommentar gerade eben, aber ich glaube, treffender habe ich das noch nie formuliert. Jörg, ich will ja den Beweis führen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass wir das heute noch schaffen. Ich habe nämlich auch richtig finanzielle Ströme der KAS nachgewiesen. Also nicht bloß einfach irgendwie Deutschland unterstützt, sondern es geht wirklich darum, nochmal vielleicht mein Kommentar jetzt zu dieser Lesung, dass wir wirklich den Nachweis führen, dass die KAS richtig involviert ist in dem Ganzen. Und zwar richtig mit Schwarz auf Weiß. Ja? So, Jörg, jetzt leg mal los. Mir ging es vor allen Dingen darum, mit meinem Kommentar nochmal deutlich die Verbindung aufzuzeigen zwischen Politik, das, was uns hier jetzt auch oberflächlich, auch heutzutage in den Nachrichten und überall eben immer präsentiert wird, und eben die Religion dahinter. Das ist für mich der wichtige Punkt, dass das verstanden worden ist. Also ich fand die Zusammenfassung gerade eben selber ganz faszinierend. Ich plane sowas ja nicht. Nee, alles gut, das passt. Gut, ganz große Zersplitterung blieb aus. Also die Konrad-Adenauer-Stiftung beobachtet die politische Entwicklung in Georgien sehr genau. Und nicht nur in Georgien, meine Lieben, sondern überall in diesen ehemaligen sowjetischen Staaten, die Grenzen an das Wunschmachtfeld von der Europäischen Union oder der römisch-katholischen Kirche. Die ganz große Zersplitterung blieb, und ich würde zwischen Klammern hinzufügen, bisher aus. Am 31. Oktober fanden Parlamentswahlen in Georgien statt. Das ist also vom 2. November 2020, knapp 2,5 Jahre her.
Nach den offiziell von der Wahlkommission vorgelegten Ergebnissen ging die seit 2012 regierende Partei Georgian Dream, also der georgische Traum, als Sieger daraus hervor und würde im neuen Parlament über eine deutliche, eine absolute Mehrheit verfügen. Unbestrittener starker Mann der Partei ist der bekannte Oligarch Bidzina Ivanishvili. Die größte Oppositionspartei, United National Movement oder auf Deutsch das Vereinigte Nationale, die Vereinigte Nationale Bewegung, die ehemals von Mikhail Saakashvili gegründet wurde, hat im Vergleich zur vorherigen Wahl 2016 deutlich an Stimmen gewonnen und ist unangefochten stärkste Oppositionskraft. Seht ihr dieses wunderbare hegelische Dialektikspiel? Ja, rechts, links. Aus aktuellen Gründen sei darauf hingewiesen, dass große Teile der Opposition das offizielle Wahlergebnis nicht anerkennen. Deswegen ist es trotzdem das offizielle Wahlergebnis, was uns präsentiert wird, und das neue Parlament deswegen boykottieren wollen. Bereits am Abend des 31. Oktober, Reformationstag, meine Lieben, unmittelbar nach Schließung der Wahllokale fand in Tbilisi vor dem Parlamentsgebäude eine Demonstration der Anhänger der Opposition statt. Also, vor dem Parlamentsgebäude eine Demonstration am Abend des Reformationstages. Sie warfen der Regierungspartei massive Wahlfälschungen vor. Diese wurden bisher allerdings von internationalen Beobachtern nicht bestätigt. Dann hängt das eben davon ab, wer die bezahlt, ne? OSCE oder OIR, die Botschaft der USA, der Leiter der NATO-Delegation in Georgien und weitere internationale Organisationen haben keine massiven Verstöße gegen das Prinzip freier und fairer Wahlen festgestellt. David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, hat mit weiteren Abgeordneten in einem Statement, also in einer Aussage, Statement, ich hasse immer diese englischen Worte da drin, also echt mal, man kann das auch auf Deutsch sagen, ne? Er hat hier eine Aussage gemacht, ebenfalls die Korrektheit der Wahlen bestätigt. Vorbehaltlich dieses Umstands soll im Folgenden auf der Basis der offiziellen Zahlen der Wahlkommission eine erste Analyse vorgenommen werden. Genau, Menschen danke. Denken immer, dass Englisch so toll klingt. Weißt du, ich hab gestern Abend so ein Video geguckt von dem Carmaniac-Kanal da, ne? Der macht so elektrische Autos-Vorstellungen und so. Da hat er den Volkswagen ID.Buzz verglichen mit dem neuen Volkswagen T7 da. Also früher war das ein Transporter, du fährst ja auch so einen, ne? Älteren Baujahres, ne? Und da ganz toll, die erste Ausgabe, die rauskam, die heißt Edition. Sag mal, denken die Leute eigentlich überhaupt drüber nach, welche blödsinnigen Namen das gibt? Aber in Englisch klingt das dann halt immer so toll, ne? Edition. Übersetzt einfach, heißt einfach nur Ausgabe. Stell dir mal vor, Volkswagen, also irgendeine Firma würde ein Auto rausbringen, würde drauf haben, das Ding heißt jetzt Ausgabe. Da wird kein Mensch kaufen. Aber da steht Edition drauf, da finden sie es alle ganz geil. Immer diese englischen Ausdrücke. Ich hasse das, deswegen probiere ich das immer ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Das ist gut. Jörg, ich wollte bloß mal hier nochmal den Punkt setzen zu diesem Artikel. Den habe ich nicht ganz grundlos reingesetzt, weil es ja auch jetzt sozusagen diese Mehrheit war, die dieses Gesetz, diesen Gesetzesentwurf für diese sogenannten ausländischen Agenten ja erlassen hat. Ne? Also das ist sozusagen den Punkt, den ich mal setzen möchte, weil nämlich diese Opposition ja sagt, das geht sozusagen gegen demokratische Grundwerte. Also die widersprechen sich in einem Atemzug. Wie wir nämlich jetzt hier rauslesen können, gibt es zumindest, was jetzt die westlichen Wahlbeobachter angeht, keine Beanstandung. Ja? Obgleich natürlich dann diese sogenannte Opposition, wir werden auch gleich sehen, dass das alles eine gesteuerte Kiste ist, sehr wohl erstmal in Protest geht und erstmal versucht, dieses Wahlergebnis zu boykottieren. Aber wir sehen hier, dass sich dieses ganze System vollkommen innerlich widerspricht, weil es nur eine Ablenkung ist, weil es nur darum geht, die Leute in Beschäftigung zu halten, um diese Agenda dahinter voranzutreiben. Und das ist der Punkt. Und man sieht, wenn man hier genau hinschaut, ständig Widersprüche, die normalerweise vollkommen unlogisch sind, aber
wenn man weiß, so wie wir das jetzt hier versuchen darzulegen, worum es jetzt nämlich tatsächlich geht, nämlich um diesen westlichen Wertekatholizismus an die Ostländer zu verteilen, dass dort im Prinzip mit allen Mitteln gearbeitet wird. Und da werden eben auch vor allem junge Talente, sprachbegabte Talente vor allem, eben ausgesondert und sortiert und entsprechend mit hohen Gagen und mit entsprechenden Anlockungen in entsprechend hohe Positionen gehievt. Und einen von so einem Mitarbeiter, Jörg, jetzt kannst du mal ganz kurz mal weiter scrollen, runterdrehen mit dem Rad. aus dieser ganzen Liste hier von Menschen ist einer, ich habe den mal zufällig mal rausgesucht, jetzt muss ich selber mal gucken, wo steckt er? Sieht ganz sympathisch aus, der Georgi Butikaschwili. Das ist der junge Mann mit dem Bart. Ne? So, und den habe ich mir mal rausgegriffen, wirklich Zufall, und habe den mal gesucht in georgischen Webseiten, natürlich nicht hier in deutschen Medien oder Internet, sondern alles irgendwo außerhalb des Einflussbereiches. Und dann seht ihr, dass der also nicht nur in der KS aktiv war, sondern in der LAD und in dem eprc.ge, da gibt es sogar eine Webseite. Und wir werden gleich sehen, was es ist. Wichtig ist, Jörg, du kannst noch mal ganz kurz vorlesen, seine eigene Vita, die er hier beschreibt. Und die ist auch schon sehr entsprechend dem, was du mit der Saat bezeichnet hast. Der Text auf der Seite unter dem Bild. Genau, das habe ich noch mal zum lesbaren Format gebracht. Seit 2019 engagiere ich mich im Professional Development Program for Leaders. Das habe ich gerade über dieses Englische ständig gesagt. Also seit 2019 engagiere ich mich im professionellen Entwicklungsprogramm für Führer, Karl Friedrich Gördeler Kolleg für Good Governance, also Kollegium für gute für gute Leitung. Governance ist eigentlich ja Führung in der Regierungsführung, sowas. Der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und der Robert-Bosch-Stiftung. Im Jahre 2018 habe ich ein einjähriges Forschungsprogramm an der Freien Universität Tiflis und der University of North Texas zum Thema Russian Hybrid Warfare and its Implications for Democracy erfolgreich abgeschlossen. Das heißt also russische Hybridwaffenführung und ihre Implikationen für die Demokratie. Das Ende 2019 als gedrucktes Exemplar veröffentlicht wird. Seit 2013 arbeite ich als Programmmanager. Naja, die sind ja, die LBGTQI ja. War ja auch alles damit dabei, also das nehmen wir dann mal so hin. Ne? Ja. Bei der Konrad-Adenauer-Stiftung im Südkaukasus-Büro in Georgien. Gleichzeitig bin ich eingeladener Dozent an der staatlichen Universität Ilja in Tiflis. Ich unterrichte das politische und rechtliche System Deutschlands für verschiedene Bachelor-Studiengänge. 2011 habe ich meinen Master, also Meister, an der internationalen Beziehung und Wirtschaft in der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt abgeschlossen. Da klingeln bei einige Glocken, wenn es Ingolstadt über Weishaupt zum Beispiel geht. Davor habe ich meinen Bachelor-Abschluss in internationalen Beziehungen an der Georgischen Technischen Universität gemacht. Also wenn du schon Bachelor-Studienvorgänge vorliest, dann hättest du auch Junggesellen-Studiengänge lesen sollen. Ja, ich weiß. Ich hatte jetzt wirklich keine Lust mehr, das auch noch zu übersetzen. So, dieses EPRC, ja, das so wieder so eine kryptische Abkürzung ist, bedeutet übersetzt Forschungszentrum für Wirtschaftspolitik. Ja. Und jetzt habe ich mal auf dieser Seite von diesem EPRC mal geguckt. Da gibt es auch so eine Beschreibung über uns. Jörg, und das kannst du gleich mal weiter vorlesen. Bin schon dabei. Es tut mir leid, Jörg. Du musst halt leiden. Die Leadership Academy for Development, also die Führerschaftsakademie für Entwicklung, ist ein Trainingsprogramm auf Führungsebene, das Regierungsbeamte auf mittlerer Ebene und Führungskräfte aus Entwicklungsländern ausbildet, um dem Privatsektor zu helfen und eine konstruktive Kraft für Wirtschaftswachstum und Entwicklung zu sein. LAD Georgien wurde gemeinsam vom Zentrum für Demokratie, Entwicklung und der
und dem Regieren des Rechts an der Stanford Universität und EPRC, also Forschungszentrum für Wirtschaftspolitik, gegründet. Ja, vielen Dank. Also das ist sozusagen erstmal der erste Punkt. Das heißt, also hier geht es wirklich um Ausbildung. Hier geht es sozusagen um Leute, die wiederum bestimmte Fähigkeiten haben und entsprechend eben in diese Position gehoben werden. Lass mich noch mal kurz was zu diesen ganzen englischen Wörtern darin sagen. Das Problem ist, dass mindestens 50%, da bin ich sicher von, auch wenn sie es nicht zugeben, unserer und anderer Zuschauer überhaupt nicht verstehen, wofür diese ganzen Institutionen stehen. Dann gibt man das irgendwie einen schönen englischen Namen, aber die begreifen überhaupt nicht, was darum geht. Deswegen finde ich das eigentlich wichtig. Ja. Und vielleicht ist das auch für in der Zukunft ein kleiner Anstoß für dich zu probieren, das erstmal zu übersetzen und dann als Deutsch damit beizuschreiben. Diese Eigennamen übersetzen. Ja, diese Eigennamenübersetzung, weil das ist echt, das führt so in die Irre, weißt du? Du liest das dann sofort, Leadership Academy for Development, klingt ganz toll, aber das geht hier um zukünftige Führer auszubilden und zu finden. Ja, und, du hast recht. Ja, du hast recht, also diese Namen, wenn man es nämlich so vorliest, dann gibt das auch eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ja, eben. Gerade, ich meine, wir machen hier jetzt extra, ich habe nichts gegen Englisch, das weiß jeder, der mich kennt, ne? Aber ich habe was gegen die Verenglischung der deutschen Sprache. Und wenn wir immer diese ganzen englischen Ausdrücke darin gebrauchen und viele Leute des Englischen gar nicht so mächtig sind und diese Ausdrücke dann gar nicht begreifen, die merken sich dann vielleicht, das heißt LAD, aber die verbinden da nichts mit, weil sie gar nicht wissen, wofür das steht. Weil das heißt für Leadership Academy for Development, aber wer macht sich denn die Mühe, das zu übersetzen? Und ich finde, das sollte auch unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass unsere schöne deutsche Sprache ein bisschen rein bleibt. Ne? Martin Luther hat da ja auch für gesorgt, deswegen hat er die Bibel ins Deutsche übersetzt, nur mal eben so nebenbei. Und ich finde auch, dass es zum Gesamtverständnis oftmals wirklich hilfreich ist, wenn wir uns da kurz drüber beugen und diese ganzen Eigennamen ins Deutsche übersetzen und dass du ein bisschen mehr jetzt gebrauche ich das Merkel-Wort, ein wenig mehr Wert geben. Ja, mach mal, es gebongt, macht Sinn, hast mich überzeugt. War jetzt keine Kritik an dich, Gerald. Bitte drum, also weil mich nervt das selber, weil ich mir diese Begriffe sowieso nicht merken kann und das geht den Zuhörern mindestens genauso wie mir, also vollkommen richtig. Aber es ist halt so, man kommt dort in so einen Käfig rein und wie auch immer. Jörg, pass mal auf, jetzt mal ganz kurz, weil uns wahrscheinlich schon wieder die Zeit wegrennt. Wollte ich jetzt nochmal den Dreh machen zur Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielleicht gelingt uns das noch. Wichtig ist jetzt erst nochmal zusammenzufassen, jetzt zu sagen, wir haben jetzt uns einen Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, einen jungen Führer mit Führungsanspruch herausgesucht, haben festgestellt, dass der in anderen Zentren und Nichtregierungsorganisationen aktiv ist, wie zum Beispiel dieses Forschungszentrum für Wirtschaftspolitik. So, und jetzt gucken wir mal bitte auf ein politisches Statement dieses, ich betone das nochmal, Forschungszentrums für Wirtschaftspolitik. Ja, ein Zentrum für Wirtschaftspolitik. Ja, die haben ein politisches Statement. Und das ist vom 10. Oktober 2022. Und das wird euch der Jörg garantiert gern nochmal vorlesen. Slava Ukraini! Ruhm den Helden! Wir sind entsetzt über die wiederholten Bombardierungen, die Russland heute gegen ukrainische Städte und Zivilisten verübt. Leider folgt das Muster von Kriegsverbrechen und Terror dem russischen Staat seit langem. Es ist klarer denn je, dass das Ziel des Putin-Regimes darin besteht, den Staat und die Souveränität der Ukraine zu zerstören, die ukrainische Identität auszulöschen. Ich muss hier schon mal eben pausieren. Wir müssen uns eben auch bewusst davon sein, dieser Wortspiele, die diese Menschen hier gebrauchen. Und warum sage ich das? Nun, Putin ist mit kleiner Unterbrechung schon seit ungefähr dem Jahr 2000 in Russland an der Macht. Das ist eine ganze Weile. Das ist länger als die Merkel. Nur als er Anfang der Jahre 2000 da war und als der frühere deutsche Bundeskanzler Schröder nach dem Abtreten da für die russische Gazprom gearbeitet hat, da hat man niemals von einem Putin-Regime gesprochen. Ich hoffe, solche Kleinigkeiten fallen euch auf, weil wenn irgendein politisches System irgendwo an der Regierung ist, was dem Westen auf einmal nicht mehr passt oder was dem Westen nicht mehr in seinen Kram passt, dann wird das auf einmal ein Regime. Und das bekommt dadurch eine negative Konnotation.
Und wenn wir hier im ersten Satz lesen, leider folgt das Muster von Kriegsverbrechen und Terror dem russischen Staat seit langem, dann möchten wir mal lieber nicht von den Kriegsverbrechen und dem Terror sprechen, den die Amerikaner gesät haben im Koreakrieg, im Vietnamkrieg, im Afghanistankrieg, im Irakkrieg und in anderen Dingen, die ich jetzt mal eben nicht melde. Weil das passt natürlich überhaupt nicht in die wunderbare Vorstellung, der Westen ist so gut und der Osten ist so böse. Das US-amerikanische Regime und deren Junta. Wie Junta, das klingt. Ja. Ja. Das klingt in den Ohren der westlichen Zuhörer ungewöhnt. Also ich wollte den Punkt nur mal eben machen und danke Marius für den Hinweis, da hast du vollkommen recht. Wenn wir das mal so verstehen, dann gehen vielleicht auch einigen vielleicht mal die Ohren oder die Augen auf. Ich lese den Artikel jetzt nochmal, aber ich konnte mir diesen Kommentar nicht verkneifen. Wir sind entsetzt über die wiederholten Bombardierungen, die Russland heute gegen ukrainische Städte und Zivilisten verübt. Nee, ich spare mir jetzt einen Kommentar. Leider folgt das Muster von Kriegsverbrechen und Terror dem russischen Staat seit langem. Es ist klarer denn je, dass das Ziel des Putin-Regimes darin besteht, den Staat und die Souveränität der Ukraine zu zerstören, die ukrainische Identität auszulöschen. Mensch, Leute, ist euch denn nicht klar, dass der Eingriff der Konrad-Adenauer-Stiftung und der ganzen westlichen Mächte in die Ukraine genau dasselbe Ziel haben? Wir stehen dem ukrainischen Volk in diesem existenziellen Freiheitskampf zur Seite, weil wir wollen es auf unsere Seite ziehen. Eben, darum geht's. Wir teilen den Schmerz der Ukrainer über den Verlust aller Opfer der heutigen schrecklichen Anschläge. Kein Terrorakt von Putins verbrecherischem Regime kann den Ausgang dieses Krieges ändern. Die Ukraine wird siegreich sein. Die freie Welt und jeder von uns hat die Verantwortung, diesen Sieg so schnell wie möglich zu machen. Slava Ukraini, Ruhm den Helden. Ja. Danke, Jörg. Ja, also wie gesagt, wir kommen jetzt dazu hin, dass das alles sozusagen direkt orchestriert ist und von langer Hand geplant. Ich bin jetzt, wie gesagt, nochmal auf die Startseite gegangen, Jörg. Du kannst nochmal ganz kurz runterscrollen. Das war unser Startbild, wo ihr also hier neben der NATO und eben diesen ganzen anderen US-Behörden und Insignien eben ja allerlei satanische Medienagenda-Symbolik wiederfindet. Ich musste spontan dran denken, dass das irgendwie so aussieht wie bei so einem Konzertplakat von David Bowie mit diesen ganzen Blitzen und diesen ganzen Zeichen. Und wenn du mal ganz kurz weiter scrollst, ich habe dann natürlich gleich das passende Bild, nämlich von David Bowie. Der macht Psss. Oder macht er das gar nicht? Guck mal die Handgeste an, ne? Ja, ne? Rebell, Rebell. Wir wissen, wer der einzige Rebell ist und wo er herkommt. Und deswegen lasse ich das jetzt hier mal so stehen. Wichtig, wie gesagt, war mir nochmal der Punkt. Das ist also dieses sogenannte Forschungszentrum für Wirtschaftspolitik. Ja? Was hat das bitte mit Wirtschaft zu tun? Das ist Politik und die werden auch gleich sehen, das ist schon Kriegsführung, die wir hier haben, nämlich mit Worten. Und einer von diesen Mitarbeitern, nur einer, wie gesagt, nochmal, war ein Zufallsfund. Ich habe mir einfach nettest Aussehen rausgepickt. Ja, ich habe jetzt mal einen Mann genommen, hoffe, das war okay. Wie gesagt, außer das mit dem In, weiß ich jetzt nicht, ob er sich auch als Mann fühlt, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mir rausgesucht. Und ihr habt gesehen, es war insofern ein Volltreffer, dass ein Mitarbeiter der KAS hier in so einem Format aktiv ist, ja, die sich ganz klar für eine aggressive Westpolitik aussprechen und das tatsächlich mit Georgien und der Wirtschaftspolitik gar nichts am Hut hat. So, da werden doch Blitze aus dem Megafon geschleudert. Da werden doch Blitze aus dem Megafon geschleudert. Ja, genau. Und das ist nämlich das Nächste. Und mich, diese Blitze, das war der eine Punkt, Jörg. Und wenn du mal ganz kurz weiter scrollst, mich hat das an die Otpor-Faust erinnert. Und alle, die das so ein bisschen schon länger verfolgen, wissen, da gab es doch mal so eine sogenannte Widerstandsbewegung, die in den frühen 2000er Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Und Jörg, wenn du nochmal so nett bist und das nochmal anliest, dann werden wir nämlich sehen, dass das, was hier dort passiert, ja, mit derselben Symbolik, genau wieder das ist, was wir jetzt live und in Farbe
neu erleben, immer wieder. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt einen neuen Anstrich, es gibt eine neue Farbe, es gibt neue Organisation. Aber das Prinzip, und das wird euch der Jörg gleich vorlesen, bleibt genau dasselbe. Ob das Otpor ist oder ob das andere Sachen sind, die sind alle nicht von demokratischen Kräften legitimiert, sondern das sind alles gesteuerte Organisationen, die über viel, viel Geld verfügen, denn in den vorherigen Lesungen habt ihr ja gesehen und gehört, dass Geld für diese Leute keine Rolle spielt. So, Jörg, los geht's. Otpor, Widerstand, war eine serbische Organisation, die von 1998 bis 2004 bestand. Ab 2000 auch als politische Partei. Sie spielte eine maßgebliche Rolle bei den Protesten nach der serbischen Präsidentschaftswahl 2000 und dem Sturz Slobodan Milosevic. Später leistete sie Unterstützung für Oppositionsparteien und Gruppen bei politischen Umwälzungen durch Farbrevolutionen in Nachfolgestaaten der Sowjetunion, unter anderem Ukraine und Georgien. Otpor wurde in den 1990er Jahren unter anderem von Stra Popovic in Serbien gegründet. Bis zum Regierungswechsel in Serbien im Jahr 2000 stieg die Anzahl der Mitglieder von Otpor stark an. Die Unterstützung sank nach dem Sturz von Slobodan Milosevic 2001. Widerstand, wie es ja eben heißt, Otpor, erzielte bei den Wahlen 2003 1,6% der Stimmen. Daraufhin trat Widerstand 2004 der Partei Demokratska Stranka bei. Nach ihrer Auflösung bildeten ehemalige Widerstandaktivisten das Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Canvas, so heißt hier der zweite belgische Fernsehkanal, aber hier heißt Canvas Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, mit anderen Worten Zentrum für ausgeführte nicht gewalttätige Aktionen und Strategien. Dieses schulte Oppositionsgruppen in aller Welt, insbesondere im Nahen Osten und Afrika. Das sind ja andere Herde, Interessensherde. Beispielsweise inspirierte es die Jugendbewegung des 6. April und der Initiatoren der ägyptischen Revolution von 2011. Eine dieser Farbrevolutionen, die wir vorher im ersten Absatz bereits besprochen hatten. Und weiter lesen wir. Das Widerstandssymbol ist die geballte Faust, die als Symbol der Bewegung zum Identifikationszeichen der demokratisch orientierten Jugendlichen in Serbien gesehen wird. Wichtigen Einfluss auf ihre Entwicklung haben die Theorien Gene Sharps angenommen. Die grundlegende Idee von Widerstand besteht darin, in einem Land, dessen politische Führung mit aus westlicher Regierungssicht autoritären oder diktatorischen Mitteln regiert, durch gut organisierte, friedliche Revolutionen freie Wahlen zu ermöglichen und so demokratisch legitimierte Regierungen zu installieren. Also ein Regime abzuschaffen, um ein anderes zu installieren. Mit anderen Worten, das nicht passende Regime abschaffen und römischen Katholizismus installieren. Hierbei wird besonders auf teilweise verdeckte und auch offene finanzielle Unterstützung durch westliche Organisationen staatlichen und privaten Charakters gesetzt. Ich finde es übrigens sehr gut, wie du das hier schön grün angestrichen hast, Gerald. Hierbei lassen sich folgende Phasen erkennen. Erstens, Gründung und Unterstützung von Organisationen im Land. Es folgen medial spektakuläre Widerstandsaktionen, über die im westlichen Ausland berichtet wird. Zweitens, Schaffung von Symbolen mit Wiedererkennungswert. Hier seien die Rosen in Georgien und die Farbe Orange in der Ukraine genannt. Bis hier oder weiter? Nee, mach weiter, kannst gleich weiter, weil das geht nicht. In Frage stellen eines fairen Wahlverlaufs. Es wird eine Behinderung der Opposition im Wahlkampf grundsätzlich unterstellt und auf diese hingewiesen. Jetzt schaut euch mal die Wahlen der letzten 10 Jahre in solchen Ländern an und immer dann von, aber die Opposition findet dies und die Wahlbehinderung und, kommt in den letzten 10 Jahren oder so immer wieder. Ist also sehr gut aufgefasst hier. Genau das wird jetzt hier mal aufgedeckt, diese Arbeitsweise, die wir hier jetzt im Grunde aufdecken.
Also man stellt einen fairen Wahlverlauf in Frage. Gleichzeitig wird auf dieser Grundlage über mögliche und wirkliche Manipulationen im Vorlauf der Wahl, zum Beispiel einseitige Besetzung der Wahlkommission mit regierungstreuen Beamten oder ausschließliche Medienpräsenz des Regierungskandidaten, berichtet und im westlichen Ausland in dieser Deutungshoheit sensibilisiert. Nur mal eben dazu, ich habe am Wochenende oder so zufällig kurz ferngesehen und in den Nachrichten gesehen, dass sie in China den Parteivorsitzenden der chinesischen Partei zum dritten Mal wiedergewählt haben mit 100% der Stimmen. 3000 Abgeordnete ohne Gegenstimme. So funktioniert das im römischen Katholizismus. Das mal eben dazu. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine Ausweitung der medialen Berichterstattung im Ausland mit einem einseitigen Schwerpunkt auf den Behinderungen der Opposition und einer negativen Bewertung der jeweiligen Regierung. Eine Ausweitung der medialen Berichterstattung mit einseitigem Schwerpunkt, dafür muss man eben sorgen, dass eben der andere Schwerpunkt dann weggenommen wird, das so viel zur Sperrung von Russia Today oder Russland heute, RT, dem Kanal im Westen heutzutage. Ja? Friedliche Proteste, sollte ich das Video nochmal einspielen? Nee, nee, also wir wissen, worum es geht. Ne? Es geht. Deswegen ist das ja auch wunderbar gut angestrichen. Ich wollte nochmal eben kurz darauf hinweisen, bevor sich jemand hier von meinem Lesen einlullen lässt. Friedliche Proteste ab dem Wahlabend starteten die entscheidende Phase. Hier werden die Bürgerproteste der Opposition in medial wirksamer Form als Demonstrationen und Kundgebungen organisiert. habt ihr auch an diesen Kundgebungen am Montag immer teilgenommen, als es noch die DDR gab? Klingt das vielleicht irgendwie bekannt? Neuwahlen. Nee, du bist jetzt ruhig, Gerald. Neuwahlen. Je nach Rückhalt der Bewegung der Bevölkerung in der Bevölkerung, dem wirtschaftlichen Zustand des Landes und dem politischen Druck aus dem Ausland, führen die Proteste nach den Wahlen im günstigsten Fall zu Neuwahlen, bei denen die frühere Opposition die Regierung übernimmt. Erinnert mich wieder an den sogenannten Fall der DDR damals. Und jetzt, Gerald, darfst du da deinen Senf dazugeben? Okay. Gar nicht, mache ich überhaupt nicht. Ich wollte hier bloß mal den Senf dazu geben, dass wir das gerade gelesen hatten, nämlich von der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass die nämlich selber gesagt haben, ja, da gab es eine Opposition, die ist sozusagen, obwohl dieses Wahlergebnis da 2020 stimmte, ja, in Opposition gegangen ist und das eben nicht anerkennen. Das ist so der Punkt, den ich machen wollte. Ja. Und das andere, ja, hätte ich das gewusst, dass ich früher für sinnlos auf die Straße renne oder was es bringt, oder dass ich damals schon verblödet worden bin und verkauft worden bin, ja, hinterher ist man halt schlauer, ne? So. So, und jedenfalls, Jörg, noch mal ganz kurz zur Finanzierung. Das sind hier so ein paar, typische Organisationen. Das sparen wir uns jetzt mal, weil ich nämlich noch mal auf die KS kommen wollte, unbedingt noch mal. Also hier haben wir einmal diese Open Source Society Institute von George Soros, haben wir dann noch ein paar andere, die immer wieder so eine Rolle spielen. Ja, das brauchen wir uns jetzt nicht angucken, weil das stimmt sowieso nicht. Da gibt es garantiert eine Menge Lücken. Und vielleicht, Jörg, kannst du noch mal anlesen, dass in der Ukraine eben auch dieser Umsturz da erfolgt ist, damals unter dem Juschenko. Und in Georgien vielleicht auch noch mal ganz kurz. Und das mit der Rosenrevolution. Und dann gehen wir noch mal auf die Fördermittel von diesem EPRC, von diesem Forschungszentrum ein. Bei den Präsidentschaftswahlen 2004 in der Ukraine standen sich der pro-russische Viktor Janukowitsch und der pro-westliche Viktor Juschenko gegenüber. Widerstand leistete hier die Unterstützung für Viktor Juschenko, der durch einen Massenprotest in Kiew und dem Westen der Ukraine eine Neuwahl und den Sieg seiner politischen Bewegung erreichte. Die analoge Organisation heißt dort PORA. Das heißt so viel wie Es ist Zeit. In Georgien. Widerstand gab die in Serbien und Montenegro gemachten Erfahrungen auch weiter. Im Vorfeld der Rosenrevolution in Georgien gab es eine Zusammenarbeit zwischen Widerstand und der georgischen Opposition. Georgische Studenten gründeten die Jugendorganisation Kmara und
ließen sich von den Widerstandsvertretern in Tiflis schulen. Die Rosenrevolution fand 2003 in Georgien statt, führte zum Rücktritt von Präsident Eduard Shevardnadze und brachte die bisherige Opposition an die Macht. Der Begriff wurde einem Zitat des ersten georgischen Präsidenten Sviat Gamsachurdia entlehnt. Zitat: Wir werden Rosen statt Kugeln auf unsere Feinde werfen. Das sollten Sie in der Ukraine auch mal probieren. Die Rosenrevolution gehört zu einer Reihe von als Farbrevolution bezeichneten politischen Umbrüchen. Ja. Ja, du hast so, hier die Farbrevolution, ja, davor hattest du die Frühlings- und sowas Revolution in Nordafrika. Ja, und ich habe hier die Farbe grün vergessen übrigens, ne? Merke ich gerade. Also wir werden Rosen statt Kugeln auf unsere Feinde werfen, ja, das ist vielleicht für den ersten Moment gedacht, weil es zu der Aktion gehört, Menschen erstmal ja, dazu zu verleiten oder zu verführen, ja, dort eben sozusagen mitzumachen. Ja, es ist einfacher, die Leute machen freiwillig mit, als dass ich dann mit Gewalt die Menschen dazu zwinge. Ne? Ja, und sie werfen jetzt Rosen anstatt Kugeln auf der einen Seite, und wenn du dann die LBGTQI-Dinge damit einbeziehst, dann ist das, oh, wir schmeißen Wattebällchen, das tut nicht so weh. Ja, ja, genau, genau, ich merke schon, du bist da voll informiert. So, Jürgen, jetzt gucken wir uns mal die Fördermittel an. So, und das ist natürlich jetzt hier der Oberkracher, weil ich sehr, sehr selten so eine Aufschlüsselung gefunden habe, wie jetzt hier bei diesem Forschungsinstitut, ja, um das es jetzt hier geht. Und da habe ich erstmal so einen kurzen Ausschnitt mal gemacht. Ihr seht also hier, dass vor allem es, also wie gesagt, bei diesem Forschungsinstitut in Georgien, ja, vor allem darum geht, Slava Ukraini, also Ruhm der Ukraine, ja, voranzubringen. Ne? Das sind sozusagen die einzelnen Projekte, die hier aufgeschlüsselt sind. Und das ist keine Wiederholung. Nee, nee, das sind einzelne Projekte. Und wenn ihr jetzt mal weiter drunter geht, dann habe ich jetzt einfach mal so einzelne von diesen Projekten mal rausgepickt. Und da seht ihr wunderbar aufgeschlüsselt, wer der Spender ist, wie lange dieses Projekt, also diese Umsturzorganisation, da aktiv war, mit einem gewissen Budget oder ob es abgeschlossen ist oder immer noch läuft. So, und das habe ich im Prinzip hier mal gemacht. Jörg, du kannst gerne das nochmal anlesen. Von der britischen Botschaft. Ich habe das gemacht von der NATO, die dort auch drin ist. Die NATO ist direkt involviert gewesen, und die KHS. Und Jörg, wenn du sagst, wir haben Zeitproblem, dann können wir vielleicht das mit der KHS mal voranbringen und das andere mit der US-Botschaft und mit der NATO und mit der britischen Botschaft vielleicht das nächste Mal. Ja, wir sollten langsam zum Ende kommen. Wo muss ich denn dann lesen? Das wäre dann die Seite 230. Genau, da ist das Projekt, wo es die Konrad-Adenauer-Stiftung bezuschusst hat mit 20.000 Euro. Die demokratische Welt ist überfüllt mit Herausforderungen für die globale Sicherheit, einschließlich Bedrohungen der europäischen Sicherheit aufgrund des Wiederauftauchens eines revisionistischen Russlands. Die internationale Konferenz in Tiflis bietet eine einzigartige Plattform und bringt erfahrene politische und sicherheitspolitische Entscheidungsträger aus den Vereinigten Staaten, Westeuropa, Georgien und der breiteren euroatlantischen Gemeinschaft zusammen, um die Vision eines geeinten, freien und friedlichen Europas, das ständig wachsen muss, zu erörtern. Die Herausforderungen, von denen die östlichen Nationen Europas stehen, und Strategien, um voranzukommen. Die Tbilisi International Conference, also die internationale Konferenz aus Tiflis, da steht Tbilisi für, glaube ich, ne? Mhm. Die im Herzen des Kaukasus vom McCain Institute der Arizona State University, dem George W. Bush Institute und dem Economic Policy Research, also EPRC, veranstaltet wird, hat sich einen Ruf als unverzichtbare Veranstaltung für Führungskräfte aus Georgien, den Vereinigten Staaten und Europa erworben. Unverzichtbare Veranstaltung, das kennen wir, das heißt in Deutsch, das ist alternativlos, wenn wir mal unsere alte Bundeskanzlerin wieder mal zitieren wollen. Russlands Invasion in der Ukraine hat sowohl in der Ukraine, daher der Titel der Konferenz, als auch in der liberalen internationalen Ordnung Verwüstung und, ja, Verwüstung ist halt übersetzt, ne? Sind halt zwei verschiedene Worte. Egal, hat halt Chaos und Verwüstung wahrscheinlich. Ja, sowas auf jeden Fall. Unordnung und Verwüstung angerichtet.
Die Auswirkungen reichen weit über den europäischen Kontinent hinaus und haben eine globale Reichweite. Heutzutage ist alles global, sonst wird ja nicht alles eins, neue Weltordnung. Daher wird sich die Konferenz auf die Herausforderungen der Invasion konzentrieren und, was sie für die Region und darüber hinaus bedeutet, den Konflikt zwischen Demokratie und Autoritarismus untersuchen und die innenpolitischen Entwicklungen in Georgien und den Vereinigten Staaten untersuchen. Ja, ja, das war jetzt ganz interessant und ich denke, dass wir da so langsam zum Abschluss kommen, nicht wahr, Gerald? Ja, ich würde jetzt auch gleich mal das Schlusswort hier mal schnell schnappen, weil damit es sich jetzt hier nochmal so ein bisschen zusammenfügt. Also diesen Nachweis, den wir heute hier geführt haben, ist sozusagen ein ziemlicher Dreh gewesen, aber es war einfach mal wirklich so ein Zufallsfund. Und wir haben jetzt gesehen, dass anhand einer Person ja wie den Nachweis ziehen konnten, dass diese Leute tatsächlich in diesen aktiven Umsturz geschehen, was es ja letztendlich ist, in Georgien beteiligt sind. Was wir nicht wissen, ob das jetzt die gesamten Beträge sind, wovon ich definitiv nicht ausgehe. Und was wir nicht wissen, ist, wie das Geld jetzt im Einzelnen ausgegeben wird. Weil das wissen nur die Leute, die direkt dieser ganzen Organisation unterstehen. Ja? Aber wir haben den Beweis erbracht, gerade mit dieser OTPOR-Bewegung nochmal wunderbar über Wikipedia übrigens, dass das alles wie ein Schema abläuft, dass diese sogenannten Regierungsumstürze alle mehr oder weniger nach demselben Plan funktionieren. Und wie gesagt, man findet das tatsächlich schon in Wikipedia. Fand ich persönlich sehr erstaunlich, dass das so unumwunden hier zugegeben wird und entsprechend auch dann die Länder, wo das angewandt wurde, erfolgreich. Und man macht sich da im Prinzip gar nichts mehr draus, das hier irgendwie zu verheimlichen. So, in dem Sinne würde ich dann sagen, ja, machen wir einfach weiter nächste Woche. Es wird wahrscheinlich wieder eine Woche mit viel Aktion und wie auch immer geben. Wir sind jetzt hier von dem Skript nicht zu Ende gekommen, aber ich denke, wir haben erstmal einen guten Punkt setzen können und ja, dass das noch viel weiter geht als das, was wir jetzt erstmal festgestellt haben mit diesem kleinen Beitrag von der Konrad-Adenauer-Stiftung, der ja sicherlich symbolisch natürlich zu sehen ist, weil Symbolik spielt ja dort eine ganz große Rolle. Das werden wir dann nächste Woche sehen, weil ich sage euch eins, da ist noch viel mehr dahinter. Da steckt noch viel mehr Energie und Einsatz dahinter, als das, was wir heute erstmal kennengelernt hatten. Insofern freue ich mich auf nächstes Mal und ja, Maranatha. Und vor allem, bevor Marius jetzt sein Schlusswort gibt, möchte ich noch mal ein ganz kurzes Schlusswort sagen. Und dann, Marius, hast du die letzten Worte für diese Sendung. Im Grunde werde ich dich jetzt sowieso zitieren, weil du hast am Anfang der Sendung gesagt, wir bringen die Blase zum Platzen. Ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben am Anfang der Sendung und gesagt, das ist ein ganz toller Titel für diese Sendung und da wusste ich noch gar nicht, wie wir tatsächlich in dieser Sendung die Blase wirklich zum Platzen bringen. So wird also die Sendung heißen und das hat Marius bereits mit seinem Eingangsstatement gebrauche ich das Wort auch mal, im Grunde schon ausgesprochen, das ist der Titel der Sendung und so ist das zustande gekommen. Marius hat es am Anfang erwähnt, ich habe es aufgeschrieben und am Ende der Sendung muss ich sagen, das passt wie die berühmte Faust aufs Auge. Wir bringen die Blase zum Platzen. Bitte, Marius. Ja, und wenn die Blase platzt, dann ist die Seife um die Augen weg und man sieht es klarer. Was sieht man da? Religion. Um da einen religiösen Akzent zu setzen, auch bei diesem Konflikt, den wir hier aktuell in dieser Sendung besprochen haben, da erinnere ich an einen gewissen Kapitel mit dem Namen Morden mit Maria, da zitiere ich draus, da kolportiert man auch die Prophezeiung der Madonna von Fatima. Wenn Russland sich bekehre, werde Frieden sein. Wenn nicht, so wird er seine Irrtümer in der Welt verbreiten, Kriege und Verfolgung der Kirche hervorrufen, die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater, in Anführungsstrichen oder mit grün angestrichen, wird viel zu leiden haben, mehrere Nationen werden vernichtet werden. Tja, so willst du nicht, so bist du nicht willig, dann mit Gewalt. Um nicht negativ zu enden, wie immer habe ich mir hier was aus der Bibel rausgesucht und das aus dem Epheser 4.
Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebraucht auch nicht Raum dem gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort aus eurem Mund kommen, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt alle Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergibt einander, gleich auch Gott euch, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Maranatha.